Hallo aus der Bastelbox, heute geht es um euch und um das, was ihr im Hintergrund seht. Jeder, der Bastelvideos oder Heimwerkervideos im deutschsprachigen Raum auf YouTube schaut, der wird hier das eine oder andere Logo vielleicht wiedererkennen, wobei, wie ihr hier sehen könnt, natürlich auch Firmen dabei sein können oder eben andere YouTuber oder Privatpersonen ganz ohne jegliche Verbindung zu YouTube. Hier zum Beispiel der Christian vom Holzwerkraum, der immer sehr, sehr exakte, sehr genaue Dinge baut, wo ich immer sehr begeistert bin und auch ein bisschen neidisch. Und Leimis Werkstatt kennt ihr natürlich auch, denke ich mal, zumindest die meisten von euch. Gregors Werkstatt und dann geht es hier weiter. Wie gesagt, teilweise auch mit Unternehmen oder Privatpersonen. Die Bastelgarage, die dürften auch die meisten von euch kennen. Schlaufis Bastelkanal, der hat mir hier eine Uhr geschickt, bei der schon wieder die Batterie leer ist. Aber im Normalfall läuft das Ganze natürlich. Und hier an der Stelle seht ihr eine Kachel, die ich persönlich sehr schön finde, denn das ist immer das Letzte, was ich sehe, wenn ich das Garagentor zumache, denn diese Tropfen hier oben, das Ganze leuchtet und wenn dann hier alles dunkel ist in der Werkstatt und ich das Tor zuschiebe, dann ist die Kachel das Letzte, was ich sehe. Und genau hier vom Hans-Peter Lehmann, ein kleiner YouTube-Kanal, Tischler, macht auch sehr schöne Sachen, gerne mal reinschauen. Sprutz ist mehr auf Instagram unterwegs. Also der Daniel ist das genau genommen und ja, wie ihr hier sehen könnt, auch sehr schöne Handarbeit, einfach ganz ohne jegliches Logo. Und hier unten geht es weiter, eine schöne Katze, ich mag Katzen. Swordwall hat vielleicht der ein oder andere mein Video dazu gesehen. Hier ein Flaschenöffner, ich trinke zwar kein Bier, aber hin und wieder andere Getränke mit einem Kronkorken, so dass der Öffner hier durchaus ab und zu auch mal im Einsatz ist. Hier unten sehr schön gestaltet, zwei Kacheln, die zusammengehören. Und ja, so geht das Ganze hier weiter. Upcycling Manufaktur ist, glaube ich, auch mehr auf Instagram unterwegs, hat aber auch einen YouTube-Kanal. Und dann hier natürlich noch Peters Holzbude, kennt sicherlich auch der ein oder andere. Und den Vorrichtungsbauer, der auch immer wirklich spannende Videos bringt. Und daneben noch eine kleine Eigenwerbung der Bastelbox, wobei ich mir damals noch nicht viel Mühe gegeben habe, sondern hier einfach einen Kleber drauf gemacht habe. Und mittlerweile ist das Thema ein bisschen eingeschlafen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich die Kacheln ein bisschen stiefmütterlich recht weit oben hingehangen habe, was ehrlich gesagt auch so ein bisschen mein Plan war, denn ich habe ja hier sehr hohe French-Gliedwände und der Gedanke war halt, dass man oben die Kacheln hinhängt und unten drunter dann die Werkzeuge, aber das sorgt natürlich ein bisschen dafür, dass man das Ganze nicht mehr so gut sieht. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch mal ein bisschen wieder mehr in das Sichtfeld gerückt und der Auslöser dafür war eine E-Mail von Werner. Und Werner hat mir geschrieben und gesagt, hey, ich kann leider deinen Kanal nicht abonnieren, aber ich würde dir trotzdem gerne eine Kachel basteln, ist das okay? Und da habe ich kurz gestutzt und dann ist mir mein Geräte von vor 2 Jahren wieder eingefallen, dass ich das Ganze ja Abo-Kacheln genannt habe. Das heißt, ich hatte euch gebeten, wenn ihr mir eine Kachel schickt, dann stelle ich die ja gern vor und hänge die dann hier an die Wand und ja, jeder kann die in den Videos gegebenenfalls sehen. Und ja, als quasi Gegenleistung hatte ich euch gebeten, den Kanal gerne zu abonnieren. Das war halt vor 2 Jahren, da hatte ich noch sehr wenige Abonnenten und wollte das so ein bisschen als Motivation nutzen, dass ich darüber eventuell mehr Abonnenten bekomme. Mittlerweile habe ich ziemlich viele Abonnenten, so dass ich da echt glücklich bin und natürlich dürft ihr mir auch gern so eine Kachel basteln, ohne dass ihr Abonnenten seid. Ich kann es letztlich eben mehr oder weniger nicht prüfen. Insofern ja, soll dieses Video das jetzt vielleicht ein bisschen wieder anstoßen, dass jetzt vielleicht der ein oder andere doch Lust bekommt, mir noch so eine schöne Kachel hier zu basteln, die dann auch in den Videos natürlich erstmal vorgestellt wird und dann auch, ich hoffe jetzt wieder regelmäßiger in den Videos das Ganze auch zu sehen ist. Und der Werner hat mir auch geschrieben, dass er jetzt mehr oder weniger neue Rentner ist und sich jetzt anfängt mit dem Thema Holzbearbeitung zu beschäftigen und mir da jetzt sozusagen als eins der ersten Projekte, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Kachel bauen möchte. Und genau die ist schon vor einer ganzen Weile angekommen und jetzt ist die Gelegenheit, das Ganze mal auszupacken. Und da ist auch schon die nächste Neuerung. Und zwar bisher gab es hier so ein A4-PDF, was ihr bitte ausfüllen solltet. Und da steht der YouTube-Kanal drauf und dann gegebenenfalls auch noch ein paar andere Angaben. Zum Beispiel eben die Zustimmung, dass ich das im Video präsentieren darf, die Kachel. Und gegebenenfalls, ob ich euren Namen sagen darf und so weiter, ein paar Angaben. Und diesen Zettel wird es jetzt nicht mehr geben, sondern ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr damit einverstanden seid, wenn ihr mir die Kachel schickt, dass ich die im Video und auf Instagram veröffentliche. Und wenn ihr mir jetzt irgendeine Information noch mitschicken wollt, entweder wie
ihr heißt, also ob ich euren Namen nennen darf, oder einen netten Gruß, beziehungsweise vielleicht auch eine Webseite oder eben einen Kanal, den ich nennen soll, dann könnt ihr mir das gerne einfach mitschicken, aber diese PDF wird es so nicht mehr geben, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. So, und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Und so sieht die Kachel aus. Und da hat er mir Werner noch dazu geschrieben, dass er das Ganze hier also mit der Hand rausgeschnitzt hat sozusagen. Das heißt, die Kachel ist im wahrsten Sinne des Wortes handmade. Und hier nochmal die Initialen. Das Ganze ist ja, Fichtenholz, denke ich mal, schon auch schön abgerundet. Und hier dann mit schwarzem Lack ist das vermutlich die Hand und die Schrift gefüllt. Eine sehr schöne Kachel und auch die kommt jetzt natürlich an meine Wand. Ja, und damit kann ich mich jetzt seit langem mal wieder über eine neue Kachel an meiner Wand freuen. Und ja, so hängt sie hier. Die tauschen immer mal die Position und wandern auch in der Werkstatt ein bisschen hin und her. Aktuell, ja, hängen sie jetzt neben meiner Werkbank, mal sehen, was die Zukunft bringt. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mir auch so eine schöne Kachel zu basteln, dann darfst du es natürlich sehr gern machen und wie gesagt, mir einfach zuschicken. Alle Informationen dazu sind auf meiner Website und die erreicht ihr entweder über den Link unten in der Beschreibung oder vielleicht blende ich ihn auch nochmal unten ins Video ein. Genau. Und da stehen auch nochmal die Maße und so ein paar Kleinigkeiten, auf was man achten muss. Aber es ist total unkompliziert und wie gesagt, die PDF, die gibt es nicht mehr. Ihr könnt es einfach in ein Paket packen. Aber wenn ihr natürlich gerne wollt, dass ich euch bei Namen nenne sozusagen, beziehungsweise dass ich zum Beispiel eure Website, euren Instagram oder YouTube-Kanal hier promote, ein bisschen vor der Kamera, dann müsst ihr mir das natürlich bitte dazu schreiben. Und damit auch nochmal ganz speziell an dich, Werner, vielen, vielen Dank für die Kachel und auch für diese Initialzündung, dass das mit der Apokachel ja eigentlich total veraltet ist und mir natürlich jeder gern seine Kachel schicken kann. Also in diesem Sinne, vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen, doch noch irgendwie in die Werkstatt zu gehen und eine schöne Kachel zu basteln. Mich würde es freuen und das Video ist aber noch nicht zu Ende, denn obwohl jetzt hier draußen tatsächlich 32 Grad sind und ich hier ein bisschen zerfließe, habe ich mir überlegt, ein kleines... Naja, es ist nicht wirklich sinnvoll, aber ich finde es lustig, mir ist es irgendwie die Tage eingefallen und ich dachte, ich probiere das mal aus. Hat auch was mit den Kacheln zu tun, also insofern, wer mag, bleibt dran und wer lieber in den Pool springt oder sich ein schattiges Plätzchen sucht, der darf das natürlich auch gern machen. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Drehunterbrechung, aber dafür auch eine kleine Abkühlung, denn es hat hier extremer Regen eingesetzt. Ja, und Gewitter soll auch noch kommen, also mal schauen, ob ich das Video heute noch zu Ende bekomme. Achso, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich bei Regen nicht drehen kann, ich habe eine Blechgarage und der Regen trommelt extrem aufs Dach und die Kamera filtert das schon relativ gut raus, aber ja, man hört es trotzdem noch sehr laut rauschen.
Und damit bin ich jetzt zum zweiten Mal an meiner Kachelwand, wo eure Kacheln hängen, und habe mir jetzt hier noch eine Kachel gebaut mit kleinen French-Gliedleisten vorn dran. Und für diese Kachel an der French-Gliedwand mit den French-Gliedleisten gibt es natürlich jetzt auch kleine French-Glied-Kacheln. Und so sieht das Ganze aus. Und ich denke, ihr habt beim Machen jetzt schon eine Idee bekommen, was das Ganze sein könnte. Und zwar kann ich jetzt hier gegen mich oder gegen irgendjemanden, der mich hier mal besucht, einfach XXO spielen oder 3 gewinnt oder wie auch immer, unter was man dieses Spiel kennt. Und ich bin mal sehr gespannt, wer jetzt hier gewinnt. Das X ist dran. Ich sag mal, ich setze mich hier hin und kann das hier blockieren, aber X gewinnt. Das ist doch mal ein schönes Ergebnis. Ja, und jetzt hier einmal noch den Überblick über alle bisherigen Kacheln. An alle Einzelnen natürlich hier an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und wie ihr sehen könnt, ist da links und rechts und auch hinter mir und neben mir überall nach jede Menge Platz freie French-Gliedleisten. Also wenn jetzt jemand der Lust verspürt, dann gern ab in die Werkstatt oder ins Bastelzimmer oder wo auch immer hin und bastelt eine schöne Kachel und schickt sie mir gern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wieder bis nächsten Samstag pünktlich 9.30 Uhr zum nächsten Video. Ja, bleibt gesund, schützt euch vor der Hitze und habt eine schöne Zeit. Und wenn euch langweilig ist, ne, ihr wisst, was ihr machen könnt. Also, ciao.